Was wurde eigentlich aus Emre Mor? Der türkische Messi. Das wurde den BVB-Fans 2016 versprochen. Für knapp unter 10 Millionen Euro kam Emre Mor von Nordjylland zu Dortmund. Im Nachhinein betrachtet ein großes Missverständnis. Disziplinlosigkeiten und Egoismus unter Thomas Tuchel heute wie damals keine gute Idee. Nur 12 Spiele und ein Tor später wurde das Supertalent für 13 Millionen Euro weiterverkauft. Für den BVB mit über 3 Millionen Euro ein guter Deal. Der leidtragende Verein Celta Vigo aus Spanien. Nach 23 Spielen und nur einem Tor in La Liga wurde Emre Mor für 3 Saisons in Folge verliehen. Bei Karagümrük in der türkischen Super League machte Emre Mor schließlich mit verbesserten Leistungen wieder auf sich aufmerksam. Letzten Sommer wechselte er für 2 Millionen Euro zu Fenerbahce nach Istanbul. Dort spielte Emre Mor zwar 28 Mal, blieb mit 4 Scorern aber eher wieder blass. Inzwischen ist der Dribbler 26 Jahre alt, die versprochene Weltkarriere lässt weiter auf sich warten.